Smart TV. Das bedeutet, ich steuere meinen Fernseher nicht mehr mit einer Fernbedienung, sondern mit einem Pad. Hallo. How you doing? Können Sie das mal da versenken? Can you put it into the water? I can. Yeah. Er kann es ins Wasser schmeißen, dieses Radio. Das ist verrückt, das spielt immer noch. Das brauche ich für die Dusche. This is scary. Thanks. You're very welcome. Goodbye. Bye bye. Und immer noch auf der Suche nach den Smart Home Appliances. Wo sind sie? Oh. Danke, automatische Blende. Nicht da hinten? Ich bin schon wieder in einem sehr smarten Bereich. Auch dies ist Smart Home Appliance. Man kann eine App über diese Bildschirme steuern. Das heißt, man hat zu Hause zum Beispiel sein Spotify, sein Musikprogramm oder seine Tagesschau-App auf so einem Bildschirm, über WLAN natürlich, und hat dann das volle Musikprogramm mitten im Wohnzimmer. Alles sehr smart. Und ich habe vorhin gelernt, simpel ist das neue smart. Das heißt, einfach ist das neue schlau. Schlau ist das neue einfach. Einfach schlau ist simpel. Smart ist einfach, ist simpel, ist schlau. Smart Home Appliance, das heißt auch intelligente Dateiübertragung. Es gibt nämlich Apps, die man auf... Smart Home Appliance, das heißt auch intelligente Dateiübertragung. Man kann sich auf verschiedene Geräte eine App installieren, zum Beispiel auf sein Tablet und auf seinen PC, und darüber über diese App seine Dateien teilen. Das heißt, hat man auf seinem PC Musikdateien, lädt man diese einfach in diese App hinein oder verbindet sie mit dieser App, und schon kann man die Dateien des PCs mit allen anderen Endgeräten, die auch diese App benutzen, teilen. Also zum Beispiel mit seinem Tablet. Möchte man also Musikdateien von seinem PC zu Hause auf dem Fernseher hören, verbindet man diesen mit dem Tablet oder lädt diese App herunter, und schon kann man die Dateien teilen. Ich habe hier in einer Halle etwas gefunden, was ich wirklich verrückt finde, und Sie bestimmt auch. Eine Glühbirne mit Lautsprechern. Warum sollte man eine Glühbirne mit Lautsprechern haben? Weil es ein stylisches, designtes Tool ist? Das war die intelligenteste Glühbirne, die ich je getroffen habe. Sie macht alles, was man ihr sagt, wenn man nur ein Tablet verwendet. Auch hier wieder, liebe Zuschauer, Smart Home Solutions. Das heißt, alles Mögliche ansteuern über den Flatscreen, Lampen, Kühlschränke, Musik. Alles unter Kontrolle haben. Zeitschaltuhr, wann die Dusche angeht, wann das Licht im Kinderzimmer ausgeht, wann der Mann lacht und vielleicht auch, wann er nach Hause kommt. Schön wär's. Manchmal, nicht wahr? Und hier ist eine. Überbacken oder nicht überbacken? Pixel, Schnitzel, Hawaii. Schwarze Wand. Oh, Leute mit Brillen. Auch immer wieder ein schönes Thema. 3D, muss ich sagen, sehe ich nicht mehr so oft. Nicht mehr in jeder Halle, so wie letztes Jahr. Allerdings sieht man immer noch diese kleinen Grüppchen von schwarz angezogenen Männern. Danke. Nee, 3D scheint nicht so gut angekommen zu sein. Wie ist das denn bei Ihnen?